Willkommen zur Pressekonferenz des FC Flaland und Mira nach dem Spiel gegen Rapid mit Cheftrainer Andreas Ogris. Andreas Herzog. Ein Klassiker, Entschuldigung. Und der Schnelligkeit. Und nochmal Klärspann, Entschuldigung. Zunächst ein Kommentar vom Cheftrainer Andreas Herzog zum Spiel, bitte. Ja, wenn man bei Rapid auswärts gewinnt, muss natürlich überglücklich sein. Mit der spielerischen Leistung, glaube ich, sind wir nicht zufrieden. Das müssen wir ehrlich sagen, weil wir einfach unsere vielen Fehler in der Vorwärtsbewegung mit extrem viel Laufarbeit ausbessern müssen. Und das wird auch nicht jedes Wochenende gut gehen. Aber trotzdem, wenn man gesehen hat, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Energie wir bis zum Schluss gefeitert haben, ist natürlich dann auch so, dass du dann mal das Quäntchen Glück erzwingen kannst. Und der Sieg für uns ist natürlich eine fantastische Geschichte und ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir auch gegen einen richtig starken Gegner auswärts bestehen können. Danke, Andi. Roman? Ja, ich kann mit dem noch anschließen, was der Trainer schon gesagt hat. Ich glaube, dass es vom Spielerischen her heute sicher nichts Besonderes war für uns. Jetzt im Vergleich zum letzten Spiel gegen Sturm Graz auch, ja, wie schon gesagt, nichts Besonderes war. Aber dafür umso mehr vom Einsatz her, von der Leidenschaft her, haben wir heute ja sehr, sehr viel wettgemacht, was spielerisch nicht so passt hat. Und wir haben immer an uns geglaubt und haben dann durch zwei Standardtore eiskalt zugeschlagen und dann das Spiel dann trotzdem ein bisschen glücklich gewonnen heute. Danke. Eure Fragen bitte. Fangen wir so an. Würdest du sagen, vielleicht nach dem 4-2 mit Israel gegen Österreich, dass das vielleicht bisher der größte Erfolg war als Trainer? Ja, es ist schon immer eine besondere Geschichte, wenn es gegen einen vermeintlich besseren Gegner und der dann auch, bei dem du dann noch selber gespielt hast, ist schon eine besondere Geschichte, das ist ganz klar. Aber das musst du einfach als Trainer außen vorschieben, weil ich war Verantwortung meiner Mannschaft gegenüber und ich glaube, dass wir das heute oder überhaupt in der ganzen Woche, dass wir uns da richtig darauf fokussiert haben, wie wir von der Mentalität hier auftreten müssen. Und das ist das Wichtigste, dass meine Spieler halt auch merken, selbst wenn wir so wie heute spielerisch nicht richtig gut drauf sind, dass wir bis zum Schluss an uns glauben und dann auch den Sieg einmal erzwingen können. Zusatzfrage, ich meine, Player kann eigentlich die Partie nicht laufen, wenn es in der 45. Minute auswärts bei Rapid vor 16.500 Leuten das Gegentor. Oder es war der Grund, dass wir gewonnen haben. Glaubst du, wie haben Sie da in der Vierten beide? Was ist da besprochen? Natürlich ist nein, da, haben Sie einen Standard gehabt? Am Weg in die Kabine habe ich schon zum Bauer Michi gesagt, das ist natürlich ein richtiger Blödsinn, wenn du so kurz vor der Pause das Tor kriegst. Auf der anderen Seite ist für uns vielleicht vom Kopf her eine einfachere Geschichte, weil jetzt haben wir nichts mehr zum Verteidigen, weil jetzt nicht mehr 0-0. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen frecher nach vorne spielen und mit mehr Five-Manics-Mentalität und da haben wir dann schon phasenweise richtig, also leichter getan wie in der ersten Halbzeit und vielleicht war das für uns ein kleiner Wake-up-Call. Andi, du hast viele Jahre da, mit Schlusspfiff für dich euphorischer Jubel, aber sonst ein geiles Pfeifkonzert. Auch bewusst, was du da jetzt hier angerichtet hast in Hütteldorf? Nein, das habe ich dann auch nicht so mitgekriegt. Klar, gestern, ich wollte den Didi noch kurz sprechen, aber der ist eintäuscht, dann habe ich das gewusst. Bin ich dann zu den Schiedsrichter, zu den Rapidler, zu meinen Spielern. Also du bist dann einfach erst im ersten Augenblick einmal überglücklich, weil das war heute, weiß ich nicht, über, sagen wir mal, ob der 45. oder ob der Open Ausgleich, ob 1-1 war es für mich eine Mischung aus einem schönen Geburtstagsgeschenk von Rapid mit einer wunderschönen Torte. Ich hoffe, sie schmeckt so gut, wie es ausschätzt, davon gehe ich aus. Dann einer leidenschaftlichen Mannschaft und einen Herzinfarkt. Also das sind schon... Das sind schon Wellenbäder der Gefühle, und wenn du dann eben zum Schluss das schaffst, dann ist es umso schöner. Andi, du hast die Mentalität angesprochen. Wie trainiert man Mentalität? Nur trainieren ist schwierig, du musst einfach auch in jedem Training einfordern, dass jeder alles gibt. Und wir haben sicher noch viel Luft nach oben, Verbesserungsmöglichkeiten, jetzt nicht von der Mentalität her, da waren wir heute am Anschlag, aber wie gesagt, wir können uns viele, viele Meter ersparen, wenn wir uns im Ballbesitz einmal, wir haben teilweise Möglichkeiten gehabt, auch in der zweiten Halbzeit, wenn wir mit dem ersten Ball hinter die Abwehr kommen, wenn der Spieler läuft, wir verdängeln dann halt die Bälle und dann muss ich das Mittelfeld und auch die Stürmer wieder 40, 50 Meter zurückrennen, normalerweise wirkt sich das dann negativ aus, dann verlierst du halt solche Partien. Heute haben wir eben wahrscheinlich auch durch die Stimmung und durch das ganze Stadion, das ganze Drumherum von der Atmosphäre, da kannst du als Spieler dann noch einmal ein paar Prozent mehr rausholen und das war für uns heute eine rundum richtig gute Geschichte.
hat man jetzt endgültig die Scheu vor den großen Clubnamen abgelegt. 1 an Sturm, 2-1 gegen Rapid. Ja, ich glaube, dass die Liga man sieht, dass extrem ausgeglichen ist. Ich meine, die Salzburger sind sehr, sehr stark. Die Rapid ist auch normalerweise besser wie wir, aber man muss einfach in den richtigen Augenblick zuschlagen können. Das ist uns heute gelungen. Und dann eben, wie wir gesagt haben, mit der Überzeugung und mit der Leidenschaft und auch das Quäntchen Glück, dann ist in Österreich sehr, sehr viel möglich. Sieht man ja bei allen anderen Mannschaften. Die machen auch teilweise richtig gute Resultate, vermeintlich kleinere. Und darum war es für uns jetzt wichtig, nach dem Sieg in Klagenfurt, dass wir jetzt einmal einen zweiten Dreier wieder eingefahren haben. Thomas hat da hinten. Andi, zuerst einmal alles Gute zum Geburtstag nachträglich und Glückwunsch zum Dreier. Du hast es angesprochen, die Mentalität hat heute einige Schwächen von euch kaschiert und dass das auf Dauer nicht ganz gut gehen kann. Was kannst du sonst noch aus dem Spiel mitnehmen? Ja, wie gesagt, das Wichtigste war jetzt einmal, dass wir da die schwierigen Phasen überstanden haben, dass wir defensiv teilweise schon sehr, sehr gut gespielt haben wieder. Und wie gesagt, das Spiel nach vorne müssen wir noch ein bisschen verfeinern, da müssen wir noch aktiver, sehr geistig aktiver. Und das ist, glaube ich, ziemlich schwer, das in der Mannschaft ein ist. Es geht ja nicht um die ganze Mannschaft, sondern es geht dann um wichtige Spieler nach vorne, dass wir da einfach immer im Spiel, immer in der Aktion drinnen sind, gedanklich, dass wir nicht dann im Gegner wieder den Verteidiger hinterher hecheln, sondern dass wir schon früher diese Passwege oder diese Passoptionen erzwingen, dass wir mehr miteinander kombinieren können. Das schaffen wir teilweise ganz gut und dann ist es einfach wieder zu einfach auf Ballverlust, weil man gedacht hat, okay, da sind wir jetzt eigentlich schon drüber über diese Phase. Und eine Frage noch an den Roman. Glückwunsch zu dem sensationellen Freistoßtor. Was ist dir so in den Sekunden davor so durch den Kopf gegangen? Torhüter ausgeschaut oder hast du deinen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, da will ich ihn hinhauen? Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich das erste Mal einen Freistoß geschossen habe in meinem Leben. Ich meine, ich trainiere das auch wöchentlich im Training. Und dann hast du irgendwie deine Automatismen und da brauchst du dann gar nicht mehr viel im Tor mal schauen, wenn du es dann mit gutem Zug über die Mauer bringst aus der Distanz. Dann, ich bin immer bewusst, dass er dann sehr, sehr gefährlich wird und heute hat er wirklich genau passt über die Latten rein, war er dann glaube ich auch nicht zum Halten. Eine Frage zum Freistoßtor von Roman Kerschbaum. Es ist ja eher ungewöhnlich, dass zwei defensive Mittelfeldspieler so perfekte Freistöße schießen. Ist das im Training auch für einen ehemaligen guten Freistoß, sehr guten Freistoßschützen ersichtlich? Ist das dann so, dass man sagt, okay, das ist eine richtig gute Chance? Na, ich glaube, das liegt jetzt nicht an der Position oder auf einem offensiven Spieler. Es ist einfach, wie du das Gefühl dafür entwickelst, was du den Ball triffst, was der Ball dann für eine Flugbahn hat. Das waren zwei herrliche Freistoßtore und für uns war es natürlich wichtig, dass wir mit dem Cashes einen Freistoß wieder im Spiel waren. Ne? Ich bin gespannt, ob die Trefferquote auch im Training so ist, dass man sagt, er ist da. Ja, im Training ist meistens eher nach dem Training, wo man eher SQL und da stehe ich nicht mit Zählern und Block daneben und schaue, wie oft er trifft, sondern du schaust schon zu und dann denkst du, okay, der Spieler hat eigentlich eine gute Schusstechnik, der kann gut platteln und dann muss das halt erst, dann ist es ja ein Unterschied, ob du das beim Training gut machst oder ob du das dann beim Spiel, wo der nervliche Aspekt dazu kommt, wo du vielleicht nur die eine Möglichkeit hast, beim Training schießt, halt 10, 15 Mal probierst du es halt. Beim Match darfst du nicht probieren, sondern da musst du die Überzeugung haben, dass du genau dort hinhaust, wo er hingehört. Und das ist ihm zum Glück heute perfekt gelungen und jetzt erwarte ich es jedes Spiel. Und noch eine Frage zur Innenverteidigung. Der Emanuel Lewis verkauft, Datkovic hat auch noch gefehlt. War das vor dem Spiel die größte Sorge, dass man da Probleme kriegen kann? Auch wenn es jetzt, ich weiß schon vor der Länderspiel, was ja auch schon ganz ordentlich funktioniert hat. Aber es war ja dann doch, finde ich, eher überraschend, wie wenig der Giancarlo zur Geltung gekommen ist. Ja, es ist für uns schon ein Verlust, dass der Manuel bei Rapid, das war ein sehr guter Verteidiger. Also, aber wir haben mit Philipp Schmidl jetzt einen Spieler nachgeholt, von dem wir auch sofort gewusst haben, dass er uns helfen kann.